Man kann es sich wahrscheinlich schon denken. Ich habe jetzt ja immer meine Haare abgeteilt. Ich werde euch jetzt mitnehmen bei meinem Haarefärben. Ich habe mir überlegt, ich mache das selber, weil ich wahrscheinlich so schnell gar keinen Termin bekomme. Und habe mir jetzt einen Färbeplan gemacht, wo ich was draufgebe, wann ich was mache und welchen Entwickler ich da jetzt nehme. Also ich habe jetzt was aus der Drogerie geholt, zeige ich euch gleich. Und daran sieht man, also so wie ich das jetzt im Internet gelesen habe, dass wo welcher Entwickler drin ist, also wie viel Prozent und wie krass das dann aufhält. Ich habe mir jetzt hier für unten die Haare, die sind ja, also hier unten sind sie natürlich auch schon blondiert, aber ich wollte es ein bisschen heller haben und den Ansatz, dass auch so ein bisschen heller, aber jetzt, dass der Übergang eben so bleibt, bloß dass es alles ein bisschen heller wird. Ich denke mal, dass das auch wahrscheinlich so ein bisschen orangemäßig hier unten wird, aber dadurch, dass ich ja dann später einen Toner drauf gebe, hoffe ich, dass das dann noch so ein bisschen abmattiert. Also wie gesagt, ich denke mal, dass das 6% sind, weil das sind nur 3 Stufen Aufhellung. Und oben mache ich es dann ein bisschen anders. Ich werde euch auf jeden Fall dabei mitnehmen. Ich würde euch jetzt aber mal zeigen, wie ich die Folien schneide. Das hier ist übrigens mein Färbeplan. Da habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben, wie ich das am besten mache. Da habe ich jetzt schon mal die Folien parat gelegt. Die habe ich vorher geschnitten. Also das müsst ihr auf jeden Fall vorher machen, weil wenn ihr dabei seid, habt ihr dafür keine Zeit. Und die auch vorher abtrennen, weil die so ein bisschen zusammen sind. Vorsichtig abtrennen, das ist wirklich ein bisschen mühselig. Ich habe jetzt auch extra starkes Aluminiumpapier genommen. Sowas kann man natürlich auch kaufen, aber ich habe jetzt hier 2, 4, 6. Ich denke mal, das reicht. Doch, vielleicht. Mal gucken. Also ich färbe sowieso in mehreren Abschnitten, da ich ja nicht will, dass das so extrem lange einwirkt. Dann werde ich das zwischenzeitlich wieder auswaschen. Deswegen kann ich, wenn es nötig ist, nochmal was nachschneiden. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt mit dem Messer hier oben abgeschnitten. Das geht tatsächlich am besten. Müsst ihr ein scharfes Messer nehmen. Und jetzt schneide ich das nochmal so in 3 Teile mit der Schere. Here we go. Wir schneiden das jetzt mal und zeige euch, was ich gleich meine mit dem Zusammenkleben. Und was habe ich jetzt dafür vorbereitet? Ein Stielkamm. Ich werde mir danach auch noch die Spitzen schneiden. Das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht. Und ja, ich bin gespannt. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat es mir nicht so gut gefallen. Deswegen gebe ich mir heute besonders viel Mühe und werde natürlich auch viel mit Strähnchen arbeiten. Aber ich will es auch nicht so lange einwirken lassen. Deswegen, wie gesagt, mache ich das in mehreren Abschnitten. Also so geht es ganz easy, habt ihr ja gesehen. Aber in der Mitte ist es ein bisschen tricky. Dadurch, dass es dann so zusammenklebt, vielleicht kann ich das vorher schon mal so ein bisschen trennen. Wir mal ein Vorher. Ja, meine Haare, also es sind natürlich schon extrem rausgewachsen. Ich war auch schon sehr lange nicht mehr beim Friseur. Ich habe so vereinzelt graue Haare. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Natürlich auch direkt immer vorne. Und ich habe jetzt hier, seht ihr ja, einen zweiten Spiegel aufgestellt, sodass wenn ich da reingucke, ich sehe, was ich so hinten mache. Teile ich jetzt meine Haare einmal hier unten ab. Habe mir natürlich auch so Klamotten angezogen, die ich jetzt nicht so oft trage. Habe noch eine Bürste, weil ich die Blondierung dann so ein bisschen in die Spitzen ziehen werde. Aber das erkläre ich euch dann, wenn ich dabei bin. Richtig hübsch. Nehme mir dann meine Strähne und mache dann die Blondierung drauf. Das ist die Blondierung, die ich dafür jetzt einmal nehme. Schale habe ich hier auch stehen. Hintere gefärbt, aber man sieht eigentlich nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie heller wird, vielleicht ein bisschen, obwohl da ja steht, dass das bis zu braunen Haaren dann angeblich so aussehen soll. Ich bin gespannt. Das fühlt sich erstmal nicht so an, oder? Wird es schon ein bisschen heller? Auf jeden Fall ist es nicht so wie
eine krasse Blondierung, glaube ich. Das lasse ich jetzt mal 40 Minuten einwirken, so wie es auf der Packung steht, zumindest der Ansatz. Und dann spüle ich es aus. Also auch nicht den Hinterkopf und werde das jetzt einmal so durchsträhnen und den Rest, der so raushängt, da ziehe ich so ein bisschen balayage-mäßig mit dem Pinsel die Blondierung rein. Das mache ich aber zum Schluss, damit das nicht so lange einwirkt. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, die Seiten so abzuteilen und habe dann immer abwechselnd einmal Strähnchen gezogen und die Haare, die da so dazwischen waren, die habe ich dann einfach in dieser Balayage-Technik, das sieht man gleich nochmal, dann behandelt. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr die irgendwie so wegklemmt, dass die keinen Kontakt mit anderen Haaren bekommen. Das ist mir tatsächlich ganz gut gelungen, bis auf diese eine Stelle, die so prägnant auch vorne ist. Das sieht man dann am Ende natürlich nicht mehr so doll, aber ja. Und dann ist mir hier die Kamera irgendwie weggerutscht. Warum auch immer, das kann ich euch nicht sagen, ob das der Wind war. Auf jeden Fall sieht man da, wie ich die Strähnchen abgeteilt habe und dann gebe ich die Blondierung drauf. Und klappt das dann zusammen? Also bitte passt oben, falls ihr das nachmacht, natürlich nur an dem Ansatz auf, dass der nicht mit den anderen Haaren in Verbindung gerät. Denn das sieht man natürlich. Und dann habe ich immer mal unter die Folie geschaut, wie weit die Blondierung schon vorangeschritten ist, ob ich auch alles getroffen habe. Und habe dann eventuell nochmal nachgebessert. Ich habe natürlich versucht, die Blondierung nicht so lange drauf zu lassen. Aber tatsächlich musste ich das nicht abwaschen. Das hat alles gut funktioniert. Glücklicherweise. Jetzt hier mal vorne weiter an der schlimmsten Partie. Hier ist es leider angeeckt, wie man sieht. Ich hoffe, ich kann es irgendwie retten. Hier habe ich jetzt extrem aufgepasst. Auf der Seite ist es eigentlich gut geworden, finde ich. Und jetzt habe ich das einmal hinten abgeteilt und jetzt strähne ich das so mittig durch. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich kriege das hin. Schaut an, wie ich aktuell aussehe. Also ich habe jetzt schon mal geguckt unter die Strähnchen. Manche Folien habe ich schon abgemacht. Jetzt habe ich aber noch meinen oberen Hinterkopf, den ich eigentlich noch strähnen muss. Es ist hier schon extrem hell. Aber ich denke, wenn ich nachher diesen Toner drauf mache, dann geht es auf jeden Fall. Ich warte jetzt allerdings auf die nächste Blondierung. Ich habe nämlich zu wenig gekauft. Warum habe ich das gemacht? Glücklicherweise war meine Oma in der Nähe und die bringt mir jetzt die nächste Blondierung, sodass ich dann noch meinen Hinterkopf machen kann, also das, was ich hier abgeteilt habe. Mal gucken, ob ich dann hier noch so ein bisschen den Rest reinziehe, damit das so ein bisschen eine Farbe hat. Aber eigentlich ist es von der Farbe her eigentlich schon ganz gut. Ja, es ist auf jeden Fall extrem hell. Ich glaube, so hell waren meine Haare im Leben noch nicht. Ich habe jetzt einmal das alles ausgewaschen und habe dann aber nochmal diese Farbe, die ich hier hinten drauf gemacht habe, oben an den Ansatz gegeben. Also diese ganzen Strähnchen, die ich hier reingezogen habe. Weiß ich gar nicht, ob man die sieht. Und hier auf der anderen Seite ist mir ein mega Fauxpas passiert. Das muss ich irgendwie nochmal ausgleichen. Meine Oma hat gesagt, sie wird das, wenn ich das nicht hinkriege, richten. Und ja, ich föhne jetzt erstmal und dann mache ich ja die Abmattierung drauf. Das sieht so ungewohnt aus. Wartet mal. Es ist, glaube ich, neu. Das ist Anti-Gelbstich-Toner. So sieht es dann aus. Und dann habe ich aber noch eine andere Farbe. Das ist Pearly Boost und das ist Platinum Ice. Platinum Ice. Das ist voll ungewohnt, oder? Okay, also Freunde und Freunde, so sieht es jetzt aus. Ich habe noch nie so helle Haare gehabt. Jetzt mache ich einmal den Toner drauf. Bin gespannt, wie es danach aussieht. So, next round. Ich habe jetzt beide Toner aufgetragen. Einmal oben diesen Pearly Blonde und unten dieses Platinum Ice, weil das nicht gereicht hat. Aber ich denke, dass das jetzt nicht so einen extremen Effekt machen wird. Jetzt von der Farbe her finde ich es eigentlich schon richtig cool, so wie es jetzt aussieht. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es rausgewaschen ist. Ich lasse das jetzt 5 Minuten einwirken. Steht auch auf der Packung 5 Minuten. Es
so 5 bis 10 Minuten. Das macht man beim Friseur auch. Also meine Friseurin macht das eigentlich auch immer so, wenn sie mir die Haare abblondiert, dass danach so ein Toner drüber kommt, der dann so, naja, 8 Wochen hält ungefähr. Naja, ich bin gespannt. Super Experiment, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe mir meine Haare einmal blondiert, da war ich 18 oder 19, aber das sah auch jetzt nicht so geil aus. Also da gab es ja diese Toner, glaube ich, noch gar nicht so im Handel. Und da war das dann einfach nur so ein bisschen gelblich, aber so krass hatte ich es, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Es ist vollbracht. Nach gefühlt 10 Stunden harte Arbeit. Meine Kamera ist zwischenzeitlich ausgegangen, das habe ich gar nicht mitbekommen, als ich hier diese Strähnchen gesetzt habe. Aber ich liebe dieses Ergebnis. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Als ich das letzte Mal meine Haare selber gefärbt habe, sah das so schlimm aus und ich war so unzufrieden, dass ich dachte, ich mache das nicht nochmal. Ich habe mir auch in meine Notiz-App zu meinen Haarpflegesachen direkt runtergeschrieben, nie wieder Haare selber färben oder blondieren. Und ich weiß nicht, was mich heute geritten hat, aber heute habe ich mir gedacht, ich mache mir diesen Färbeplan. Ich schaue mir an, welche Blondierung wirkt. Das heißt nicht, dass ich ein Profi bin, aber ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Das hat mich jetzt, was habe ich eben ausgerechnet mit meiner Oma? Ich glaube 26 Euro gekostet, die Haarfarben. Also wenn ihr auch so lange Haare habt, so wie ich, und würdet es vielleicht auch nachmachen, natürlich alles auf eigene Gefahr. Ihr wisst ja, was ich genommen habe. Ich habe euch alles gezeigt. Auf den Ansatz habe ich ja diese 6%ige Lösung, nenne ich es jetzt mal, gegeben. Ich finde das Ergebnis so schön. Man sieht leider jetzt hier nicht so ganz krass meine Strähnen. Ich muss natürlich sagen, also es ist jetzt nicht fehlerfrei. Ich gucke ja mal in die Ausbildung, damit ich sehe, was ich euch zeige. Also hier zum Beispiel ist es etwas dunkel. Hier ist zum Beispiel meine Blondierung ein bisschen schief gegangen. Da hat sie sich so ein bisschen abgesetzt. Das war die erste Seite, die ich gemacht habe. Und ich werde auf jeden Fall nochmal mit dieser 6%igen Blondierung hier dran gehen. Obwohl ich die hier dran gemacht habe, ist es hier trotzdem noch so ein bisschen dunkel. Seht ihr das? Also das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist dunkler als an den anderen Stellen. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Und hinten am Kopf habe ich, glaube ich, auch noch eine Stelle gefunden. Weiß nicht, ob man das sieht. Aber so an sich, glaube ich, sieht es ganz cool aus mit den Strähnchen, ja, die ich da so reingesetzt habe. Also ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, meine Haare, also die sind jetzt auch echt hell, muss ich sagen. Aber ich finde es total cool. Lärm. Ja, und sind natürlich jetzt auch dadurch ein bisschen angegriffen. Aber ich werde sie hier pflegen. Richtig happy. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet. Ich finde es richtig cool. Ich dachte mir, entweder dunkel oder blond. Aber wenn ich blond bleiben möchte, dann wollte ich halt noch einen Ticken heller werden, damit ich ja nicht so dieses Zwischending habe. Und ich finde... Hallo und willkommen zurück im Video. Hier seht ihr nochmal die Haare nach 4 Tagen. Also ich habe sie inzwischen schon sehr doll gepflegt, weil sie natürlich durch die Blondierung auch... ja, sehr strapaziert worden, kann man ja nicht anders sagen, aber irgendwie muss ich auch sagen, finde ich, dass die seitdem nicht mehr so wirklich liegen, also zumindest oben am Ansatz, gefällt mir das nicht und es ist schwierig, diese blonden Haare irgendwie so zu stylen, finde ich, so dass es auch gut aussieht, weil wenn man so hell ist, dann ist ja das Gesicht auch automatisch hell. Wenn man dann nicht zurecht gemacht ist und die Haare nicht zurecht gemacht sind, dann sieht es irgendwie schon komisch aus. Aber ich versuche sie jetzt einfach weiterhin zu pflegen und wollte euch jetzt einmal meine Pflegeprodukte zeigen, was ich jetzt so nehme, was ich schon länger nehme, was ich mir neu bestellt habe, falls ihr auch koloriertes Haar habt. Also fangen wir mal mit dem Shampoo und der Spülung an. Da habe ich vorher auch mal Kerastase genommen, aber das ist mir einfach zu teuer, muss ich sagen. 27 Euro für so eine Tube ist schon sehr preisintensiv. Dafür, dass ich ja auch relativ häufig meine Haare wasche, so alle 3 bis 4 Tage, kommt immer drauf an. Aber ich hatte euch ja schon das Shampoo in meinem DM-Haul gezeigt. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Da ist kein Schnickschnack drin. Also ihr lest es ja hier unten, also ohne Parabene, ohne, ja, ohne alles. Meine Kamera, ja, jetzt. Und... mit Mikrobiom-Balance und ich finde dieses Shampoo wirklich gut, wurde auch mehrmals von Hautärzten empfohlen. Und dann habe ich dazu noch die Spülung, die hat jetzt auch keinen eigenen Geruch, die ist auch hier schon fast leer. Da muss ich auf jeden Fall wieder eine neue kaufen und die gebe ich mir dann im Anschluss drauf. Also das Shampoo hat ja eigentlich nur den Sinn, dass es die Kopfhaut reinigt und den Ansatz der Haare. Und das macht es ja in dem Fall und dann, um wieder diese Haarstruktur zu schließen, weil sie ja dadurch geöffnet wird, muss man auf jeden Fall immer einen Conditioner oder eine Spülung reingeben. Dann habe ich noch eine Haarmaske, da nehme ich aber immer verschiedene, muss ich sagen. Ich hatte mal eine von Kerastase, dann hatte ich, glaube ich, mal eine von L'Oreal. Und die hier finde ich auch nicht schlecht. Also sie gibt halt dem Haar Feuchtigkeit.
Die riecht halt auch sehr gut nach Banane und da sind auch, glaube ich, gute Inhaltsstoffe enthalten. Ich zeige das hier einmal, da könnt ihr kurz mal Pause drücken. Und das ist die pflegende Banana Hair Food Haarmaske von Garnier Fructis. Habe ich auch alles aus der Drogerie. Dann nehme ich zum Beispiel für mein Shampoonieren oder zum Shampoonieren so ein Haartool. Das findet ihr bei Amazon. Ich habe meins aber, glaube ich, bei TK Maxx gekauft. Und damit kann man eben alle Produkte so schön einmassieren und die Kopfhaut so ein bisschen anregen. Ja, und danach gebe ich meistens diesen Conditioner, diesen Leave-In-Conditioner rein. Der ist von Revlon und heißt E-Crave. Da ist auch super viel enthalten, aber der ist schon leer. Also ich muss den mal wieder nachbestellen. Da ist wirklich nicht mehr viel drin. Der kostet auch nicht viel. Ich glaube 10 oder 11 Euro. Maximal 12 Euro. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber den nutze ich auch für Ella's Haare und den liebe ich. Der ist auch vom Geruch her so toll. Und das gebe ich meistens danach rein. So, das ist also sozusagen diese offizielle Haarroutine. Und dann, was ich immer mache, was ich aber früher nicht immer gemacht habe, Hitzeschutz. Also der steht jetzt auch hier wieder direkt so präsenter, dass ich das auch immer sehe. Und bevor ich an meine Haare gehe und die irgendwie style, dann nutze ich diesen Hitzeschutz. Der ist von Kérastase. Thermique heißt der, glaube ich, oder? Nektar Thermique. Und der hält Ewigkeiten. Also ich habe den schon ganz, ganz lange, sieht man auch schon in der Verpackung. Und da mache ich wirklich so eine kleine Menge, also wirklich mini, mini klein und das verteile ich dann im Haar. Mache meistens das so in meine Hände, verteile das und dann gehe ich so einmal über die Haare drüber und da, wo ich eben mit dem Styling-Gerät hingehe, mit dem Styling-Tool und das schützt eben die Haare nochmal vor dieser Hitze. Also da, ich habe damals gedacht, als ob das funktioniert, aber das ist tatsächlich so, es legt sich dann um dieses Haar drumherum und dadurch wird das Haar eben nicht verbrannt und dadurch eben auch nicht geschädigt. So, und was ganz wichtig ist, so für koloriertes oder hauptsächlich, glaube ich, blondiertes Haar, ist ein UV-Schutz. Und ich musste mal ein bisschen ausholen, weil ich habe das wirklich festgestellt, dass das einen enormen Unterschied macht. Wir waren das eine Jahr im Urlaub, da hatte ich dieses Produkt noch nicht. Und ich kam nach Hause, meine Haare sahen ganz schlimm aus. Die waren da auch schon koloriert und schon so ein bisschen blondiert. Und diese waren einfach strohig, sodass ich sie wirklich extrem abschneiden musste. Und ein Jahr später hat mir dann meine Friseurin das hier empfohlen. Und das habe ich dann auch mit in den Urlaub genommen. Das habe ich mir jetzt auch nochmal nachbestellt. Ich nehme das jetzt aber auch so im Alltag, auch wenn die Sonne scheint. Und habe das dann, wie gesagt, dort jeden Tag genommen. Und man hat den Unterschied auf jeden Fall gemerkt. Also meine Haare waren mit Feuchtigkeit versorgt. Sie wurden eben geschützt durch die UV-Strahlung. Gerade wenn man im Urlaub ist, ist man ja viel draußen, viel vielleicht baden und so, hat dieses Chlorwasser, dieses Meerwasser. Also ja, die Haare sind da stets und ständig der Sonne ausgesetzt und ja, diesen Umwelteinflüssen. Und es riecht einfach so unglaublich gut, also nach Sommer. Sowas gibt es aber, glaube ich, auch in der Drogerie, habe ich gesehen, von Balea. Kostet nur 2,95 Euro, das habe ich jetzt nachgeordert. Hat, glaube ich, 15 oder 16 Euro gekostet, reicht aber, wie gesagt, auch sehr lange. Dann, was ich sehr empfehlen kann, was ich aber noch nicht so lange nutze, aber ich habe früher auch mal so Ölkuren gemacht, allerdings mit Olivenöl. Das war dann schon sehr schwer im Haar, da hatte ich ja noch kein koloriertes Haar. Also ich hatte bestimmt 12 Jahre lang, bevor ich jetzt angefangen habe, hier diese Strähnen hier reinzumachen, kein koloriertes Haar. Das sieht man auch noch in meinen alten Videos. Das war meine Naturhaarfarbe und die war natürlich von Natur aus schon gesund. Aber da habe ich auch ab und an diese Olivkuren gemacht oder diese ja, Haarkuren. Aber das war, wie gesagt, also es hat Ewigkeiten gedauert, ehe man das rauswaschen konnte. Und jetzt habe ich einmal mir das hier gekauft. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Das habe ich jetzt auch schon gut genutzt, wie man sieht. Also jeden Abend gebe ich da mehrere Pumpstöße in meine Hand. Meine Haare haben das auch richtig aufgesaugt, nachdem ich sie blondiert habe. Ich muss mal kurz das letzte Mal Olaplex verwendet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Also ich habe bis jetzt noch keinen Effekt festgestellt, dass es irgendwie die Haare besser macht, dass sie danach besser liegen, besser geschmeidiger sind etc. Und meine Freundin zum Beispiel hat mir erzählt, dass ihre Haare davon abgebrochen sind. Und dann habe ich mal so ein bisschen im Internet recherchiert und da habe mehrere Sachen gefunden, die das auch bestätigen. Ist wahrscheinlich so ein 50-50-Ding. Ich kann es, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen, weil meine Haare da keinen Effekt zeigen. Dann habe ich mir letztens so ein wunderschönes Mikrofaserhandtuch geholt. Oder so ein, ja, was man sich so um den Kopf dann bindet. Also hier einfach so seinen Kopf reinmacht und dann die Haare rein und das finde ich ganz gut, dann werden die Haare nicht mehr so extrem durchgerubbelt, also das habe ich so auch nicht gemacht, also ich habe sie sonst auch nur so eingeschlagen, aber Mikrofaser ist wohl nochmal besser als Baumwolle. Ja,
weiß nicht, ob das am Ende des Tages irgendwas dann mit meinen Haaren macht. Mein Ziel ist es ja trotzdem, so gesunde Haare zu haben und eben, dass sie eben wieder so dicker werden. Ich weiß, dass wenn man die Haare färbt und so, dass das natürlich schwierig ist, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich habe so ein paar Sachen im Internet gesehen, die anscheinend auch geholfen haben, die ich mir dann einmal nachgeordert habe. So, jetzt wollte ich euch noch die Sachen zeigen, was ich noch neu habe. Also wie gesagt, dieses Öl. Achso, und dann habe ich abends immer noch das hier reingegeben. Das habe ich aber schon länger. Das ist von Glisscore, dieses Night Elixir. Das kann man einfach in seine Haare abends geben. Also macht so 2, 3, 4 Pumpstöße, je nachdem. Und gibt es einfach so in die Längen und Spitzen und lässt es dann einwirken. Und nächsten Tag hat man auch keine Rückstände, kann es ganz normal durchkämmen. Die sind da jetzt auch nicht fettig oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Habe ich auch aus der Drogerie. Und dann habe ich mir das hier bestellt, diesen Dream Coat von Wow. Das sieht so aus, das ist so ein Styling-Spray, das macht man praktisch in das Handtuch trockene Haar oder in das nasse Haar, je nachdem. Und das hat eben den Effekt, dass die Haare dann glänzen sollen und lassen sich super stylen. Wobei ich sagen muss, koloriertes Haar lässt sich eh immer besser stylen, weil die Haarstruktur ja aufgebrochen ist. Die Haare sind mehr so aufgequollen, also nicht mehr so gesund. Und dadurch hält es natürlich auch besser. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, sind so Styling-Sachen. Also sowas wie Haarspray oder Haarschaum, was es da nicht alles gibt. Das mag ich irgendwie nicht, weil das dann nicht mehr diesen fluffigen Look hat. Ihr wisst es ja, in meinen Videos sieht man es ja auch ganz oft, dass ich bin halt jemand, der sich stets unständig durch die Haare geht. Und wenn das dann so klebrig vom Gefühl ist, mag ich das halt nicht. Aber ich habe das jetzt einmal ausgetestet, also vom Gefühl her hat es das nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie einen mega Glanz macht. Aber es soll wohl auch vor Nässe schützen und hat einen Award gewonnen. Ich habe das in meiner Story geteilt und da haben mir auch, ich glaube, so 3, 4 Leute geschrieben, dass sie das total lieben und sehr mögen. Ist allerdings nicht so billig. Also es kostet, glaube ich, 32 Euro. Ich habe es für 16 Euro bekommen bei Douglas. Und jetzt habe ich dann noch dort 2 Sachen bestellt. Und zwar ist das einmal ein Serum für die Haare von The Ordinary. Das heißt Multipeptid-Serum. Und das soll wohl den Haarwachstum sehr anregen. Das gibt man dann mit der Pipette auf die Kopfhaut, auf das gewaschene Haar, egal. Also man kann das jeden Tag anwenden und das hinterlässt auch keine Rückstände. Ich habe das jetzt schon mehrmals verwendet. Es lässt sich wirklich gut auftragen. Man kann das gut einmassieren. Es riecht nicht. Also ich finde es sehr gut. Ob es jetzt natürlich eine Wirkung hat, kann ich euch jetzt nicht sagen. Nach 2 oder 3 Mal benutzen. Das sieht man dann wahrscheinlich erst in ein paar Monaten. Und dann habe ich mir noch ein Haaröl bestellt. Das soll aber auch sehr gut sein. Das ist ein Haaröl für die Kopfhaut, was auch das Haarwachstum anregen soll. Das gebe ich mir dann immer abends in die Haare. Ich habe es aber, wie gesagt, jetzt erst einmal verwendet. Also ist jetzt nicht so, als würde es jetzt extrem irgendwie nachfetten. Aber ja, ich finde es eigentlich an sich ganz gut. Aber ich kann jetzt zu dem Produkt natürlich noch nichts sagen. Ist auch recht kostspielig. Ich glaube, es kostet 28 Euro. Also rabattiert waren es, glaube ich, 28 Euro. Natürlich braucht man da jetzt nicht so viel, aber da ist jetzt auch nicht viel drin. Also hier sind ja 100 Milliliter drin. Und hier sind, glaube ich, ja, hier sind 55 Milliliter drin. Man braucht natürlich weniger. Ich habe keine Ahnung, ob das am Ende des Tages was bringt. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Jetzt bin ich fertig mit meiner kleinen Haar-Journey. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Produkt vergessen, aber ich glaube, das sind so die Sachen. Ach nein, stimmt nicht. Ich habe ja noch ein Paket, was ich noch bekomme. Da ist, wie gesagt, das einmal drin. Und dann sind da noch 2 Hair Glossings drin. Die nehme ich schon sehr, sehr lange und die ordere ich auch immer und immer wieder nach. Ich hatte mal eins von DM. Das ist, glaube ich, von Schwarzkopf. Das kennt ihr sicherlich auch. Das ist so ein Glossing, wo Farbpigmente enthalten sind, was die Haare nochmal auffrischt. Das gibt es in Braun, Rot, dann Violett, also sozusagen für blondes Haar. Habe ich schon benutzt, muss ich aber sagen, finde ich jetzt nicht so gut. Das ist mal Erfahrungssache. Ich nehme lieber die von Londa. Die sind auch gar nicht so teuer. Also ich glaube, wenn ihr da mal auf so einer Friseurseite schaut, sind die ab und an mal im Angebot. Und die, da ist erstens mehr drin. Und ich finde die von der Konsistenz her besser. Die riechen besser. Die lassen sich besser auftragen. Und man sieht halt auch etwas. Also ich hatte manchmal so einen extremen Ansatz. Und da war dieser Farbverlauf nicht mehr so schön. Und dann habe ich im Prinzip oben eine Farbe aufgetragen, unten dann für meine blonden Spitzen etwas aufgetragen und man sieht schon extrem den Vorher-Nachher-Effekt. Also wenn ihr so koloriertes Haar habt oder vielleicht auch nicht, weiß nicht, vielleicht hilft es auch bei nicht koloriertem Haar, gibt es auf jeden Fall nochmal so ein kleines Glow-Up für die Haare. Ich werde euch versuchen, das unten zu verlinken, wenn ich das finde. Und dann könnt ihr da mal nachschauen, falls ihr da Interesse habt. Das ist nochmal so eine richtige Pflege, so ein richtiger Pflegeboost für die Haare und das merkt man auf jeden Fall. Also diese Produkte liebe ich.
Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt an der Stelle. Bedanke mich für euer Zusehen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt keiner nachmacht. Also es ist natürlich, ja, mir ist es schon gelungen, kann man jetzt nicht sagen. Aber hinten am Hinterkopf sieht es jetzt nicht so aus. Also da hätte ich ja nochmal nachstrehen müssen. Das mache ich vielleicht nochmal so in 1-2 Wochen, wenn sich das so ein bisschen beruhigt hat, dass ich da nochmal drüber gehe. Ich lasse das jetzt erstmal so. Es ist kein perfektes Ergebnis. Also meine Friseurin hätte das natürlich perfekt hingekriegt. Aber jetzt so für meinen kurzfristigen Willen und meine Nichtgeduld war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis ganz bald. Tschüss!